Dein wöchentlicher Stromstoss, das mal face to face mit was ganz Speziellem im Gepäck. Schnell, nervös und ziemlich laut, Drum and Bass wird mit Unmengen Vorteilen behaftet, das Genre kann aber bedeutend mehr. Ich bin der Benny von Ampere und neben dem wöchentlichen Podcast mache ich zusammen mit meinem Partner in Crime Thomas genau diese Musik. Drum and Bass ist eine elektronische Musikrichtung mit dem Ursprung in England. Mittlerweile ist das Ganze aber ein globales Phänomen geworden und auch ein fester Bestandteil im Schweizer Nachtleben. In den folgenden 15 Minuten bietet Ampere einen Einblick in die Schweizer Drum-Bass-Szene. Wir haben mit DJs, Producer, Veranstalter, Labels und auch Raver geredet, warum dieser Sound genau den richtigen Nerv trifft. Mich hat beim Drum and Bass als erstes einfach die Energie fasziniert. Ich habe die Lieder gehört und noch nie etwas Vergleichbares gehört, das so eine Energie hat, die mich irgendwie auch auf dieser Ebene berührt hat. Und darum ist für mich Drum and Bass und nichts anderes. Es ist halt für mich so der pure Rave-Sound eigentlich. Ein Stück weit ist es wie ein Trance, wo man reinkommt, wenn man an einer Drum-Bass-Party ist. Weil man lässt sich auf das ein. Man versucht, jedes Geräusch von dem Sound zu geniessen, zu hören. Es war permanent einfach so ein Hexenkessel, etwas Brodelndes. Es ist wie etwas Überfallartiges. Es hat einem immer wieder einfach wie vor den Kopf gestossen, wenn man in so einem Rave gestanden ist. Das ist wirklich omnipräsent eigentlich die ganze Zeit. Also, du gehst arbeiten, du hörst Drum and Bass, am Wochenende freust dich schon auf eine Party, die läuft. Wenn du keine in deiner Stadt hast, dann gehst du vielleicht irgendwo hin, wenn etwas Gutes läuft. Du fängst an zu produzieren und probierst selber noch ein bisschen das Zeug zu machen. Du lernst neue Leute kennen und es ist einfach so eine Community, die irgendwie zusammengekommen ist. Etwas sehr Verbindendes, etwas sehr Gemeinsames, etwas sehr Bewegendes, weil Musik bewegt. Es bewegt uns, dorthin zu gehen und es verbindet uns alle. Ich finde Drum & Bass Crowds als Leute, die sehr musikaffin sind. Also die wissen auch, was an diesen Partys läuft. Die kennen die Tunes sehr gut. Also du merkst sofort, wie irgendwie ein neuer Hit im Anzug ist. Die Leute werden nervös auf einer Tanzfläche. Also du siehst sofort den Impact, den neue Musik auf die Leute hat. Im Vergleich zu anderen Szenen habe ich bei Drum & Bass schon das Gefühl, dass es eine sehr rationale Bewegung ist. Es geht um die Musik, es geht darum, das zu feiern und nicht mal irgendwo in den Ausgang zu gehen, sondern wirklich der zu sein, für dabei zu sein. Ich glaube, du hast viele Leute, die fest tanzen. Das hast du in anderen Musikstilen vielleicht nicht unbedingt. Das ist natürlich abhängig auch von der Geschwindigkeit von der Musik und anderen Sachen. Und auch Crowds im Allgemeinen sind sehr friedliebend und auch sehr inklusiv. Also sie nehmen jeden auf. Sehr oft einfach, wenn man es von außen steht und es beobachtet, das ist losgelöst. Man sieht sehr viele emotionale Menschen, wie sie mit dem Sound mitfühlen. Was für mich ein Drum-Bass-Rave immer hat speziell gemacht hat, ist die Interaktion, die stattfindet zwischen DJs, MCs und auch dem Publikum. Well, if I want Bumbo, we'll make it start up. Bumbo, Ross, Claude, Monty, Puppy, Claude, up. Well, if I want Bumbo, we'll come tell me no. I see the Digma kill level, no shadow, no. Hey man, no Batman, I must say madman. Bounty fire, gunshot, a dead program. But them not woman, cause a car gun. Fly them blood clots, that it a mis slogan. Drum and
Drum Bass ist eigentlich immer so das kleine, hässliche Entchen von elektronischer Musik. Inzwischen haben wir in der Schweiz sehr, sehr populäre Szenen. Also die Raves, die sind gut besucht, die sind auch regelmässig. Also auch der Sommer durch gibt es inzwischen Daydams, etwas, was es früher nicht gegeben hat. Du merkst halt einfach, die Leute mobilisieren sich sehr gerne für die Partys. Mittlerweile sind in der Schweiz, würde ich mal sagen, sind vielleicht 4 bis 5 Generationen eigentlich voll dran, höchst motiviert, musikbegeistert. Junge DJs, die nachkommen, ältere DJs von der ersten Generation aus den 90er Jahren, die immer noch aktiv sind und sich beteiligen. Also höchst lebendig, vielseitig und heute natürlich auch im Vergleich zu früher, vor allem dank dem Internet, auch viel, viel besser vernetzt. Ich finde es auch ziemlich cool, dass das Ganze immer ein bisschen unter dem Radar läuft, schon seit Jahren. Klar wäre es cool, wenn es viel mehr an die Öffentlichkeit kommen würde, aber dass es so unter dem Radar ist, ist halt eben genau ein Zeichen dafür, dass die Szene da ist und dass die Szene so bleibt, wie sie ist. Der Hotspot im Schweizer Drum Bass ist sicher mal so ein bisschen Zürich, Basel, Genf, Bern. Aber auch zu Luzern oder zu Freiburg, Stans, St. Gallen, Aarau, da ist auch immer etwas los. Ich glaube, wir sind in der Schweiz relativ verwöhnt mit allen Partys, die wir haben. Also, es gibt nicht jedes Wochenende irgendwie 5 Partys, aber man hat jedes Wochenende schon eine Party, wo man gehen kann, meistens auch mit einem internationalen Line-up. Und das schätze ich schon sehr, dass man halt die Möglichkeiten hat, um die Musik auch irgendwo zu hören, egal wo. Und für das reise ich auch gerne um. Es hat doch von der Anfangszeit, wo man sich wirklich durchsetzen für diesen Musikstil. Also man war nie willkommen gewesen. Die Leute haben es von belächelt bis komplett eigentlich ignoriert. Unter das hat man halt, sich auf nichts verlassen können, keine Strukturen können verlassen, die schon vorhanden waren. Hat es aber gleichzeitig sehr interessant gemacht, weil man halt einfach weit ab vom ganzen Musikstrom hat etwas Eigenes auf die Beine stellen. Wir sind in der ganzen Schweiz eigentlich umgereist als Raver in diesen Jahren. Für mich natürlich als Berner habe ich natürlich in erster Linie die Leute wahrgenommen. Das sind für mich ganz klar auch die United Tribes Crew mit ihrem Laden und ihren Events gesehen. Zu dieser Zeit Basel auch sehr stark, kann ich mich erinnern, mit den Last Twisting Jungle Warriors natürlich. Dann natürlich in Zürich White Dove, die ersten Rave-Promoters und DJ-Crews, Decksmasher Posse, Metropolitan Bass Scientists aus Zürich auch. Das waren so die, Leute, die ersten Leute und Namen, die ich halt mitbekommen habe, von Bern her und übergreifend. Es ist halt so, sind halt Crews gekommen und Crews wieder gegangen. Von denen, von früher, die heute noch wirklich aktiv sind, das sind vielleicht 12, 13 Leute. Der erste DJ, den ich gehört habe, Jungle auflegen, das war der 165 von Uri Gümlinger. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe Mutti immer gesagt, stell bis so gute Musik ab, das macht mich wahnsinnig. Der erste Durchbruch für mich in der Schweiz oder in Bern war die Eventserie im Bierhübeli von den United Tribes. Und dort sind wirklich Monat für Monat englische Acts, DJs, meistens auch MCs eingeflogen worden mit 800 Leuten. Das war so pulsierend in den Jahren ab 97 bis, ich sage mal, Mitte 2000er Jahre ist das so erfolgreich gelaufen. Massivstens. Und die Jahre drauf, die sind unvergesslich für mich. Also dort musikalisch, das war bahnbrechend für mich. Jeden Monat, das war wie in die Kille zu gehen. Man ist wirklich dort reingegangen und gewusst, alles das, was jetzt kommt, hat man noch nicht gehört. Als Musikliebhaber. Und das war etwas Einzigartiges. Die Leute, die an die Partys gingen, die Leute, die hinter der Bar gestanden sind, die Leute, die geflyert haben, die gehören genau gleich dazu. Ohne das wäre das nie gestartet. Und das wird halt in der Geschichtsschreibung immer so vergessen, wo man sagt, der ist der Erste oder die sind die Ersten gewesen. Aber ohne die Hilfe von allen Leuten rundherum, die sich eingesetzt haben, wäre das nie so schnell in die Gänge kommen. Nie.
Ich denke, die Schweizer Drum-Bass-Szene ist, gerade weil sie überschaubar ist, sehr familiär. Junge Leute werden schnell in Crews aufgenommen, werden DJs, werden aktiver Teil der Szene. Und so geht das immer weiter. Also jede Generation holt wieder eine nächste Generation dazu ins Boot. Ja, da bin ich 14, als ich das erste Mal so in Berührung mit Drum Bass gekommen bin. Und irgendwann dann, ja, hat es mich irgendwie gepackt und dachte, komm, ich will jetzt auch mal. Und das Lustige war, dass ich mir nachher völlig unvorbereitet, ich hatte noch nicht mal einen DJ-Namen, hatte ich dann ein halbes Jahr später das erste Booking gehabt. Und habe es aber eben eigentlich nie erwartet, dass es wird, ja, so laufen in dem Sinn, dass ich dann irgendwie 16 Jahre später immer noch dabei bin und das immer noch sehr intensiv und cool ist für mich. Und das Auflegen ist halt immer noch, es flasht mich halt immer noch. Es flasht mich, aufzustehen, es flasht mich, wenn ich im Flow inne bin und dort stehe und sehe, dass die Leute den Sound fühlen. Neben den Schweizer DJs gibt es auch immer mehr Schweizer Produzenten, die auch international bekannt sind, wie zum Beispiel QZB, Task Horizon, Simstar oder Ground. Ich denke, meine Herangehensweise an einen neuen Tune ist sehr unterschiedlich. Manchmal ist es ein Sample, das man hört, oder es ist irgendwie ein Sound, der einem gepackt und man denkt, ich könnte etwas drum herum aufbauen oder so. Oder vielleicht eben aus einem Synthi raus, wo ein schöner Sound oder ein schönes Kick, Snare, was auch immer. Und nachher dort drumherum fängt er aufzubauen. Für mich ist es eigentlich wie noch am Tag 1. Ich sitze nie so vom professionellen Aspekt her angeschaut. Also ich will auch immer, dass es so bleibt. Noch vor 2 Jahren hätte ich jetzt gesagt, mein Traum wäre, ich würde ein mega grosser DJ werden, ich würde vor Tausenden von Leuten spielen. Aber jetzt, wo ich so ein bisschen Einblick habe, ist es eigentlich nicht mehr das Endgoal. Ich muss nicht mehr, ich weiss nicht, wie gross werden, ich finde es eigentlich cool, so wie es ist. Im Endeffekt ist so eine grosse Masse an Artisten und Musik draußen, dass man sich, auch wenn man wirklich innovativ ist oder tönt, dass man gleich auch jemanden hat, der das Ganze noch ein bisschen pushen kann, noch ein bisschen, es kann releasen oder eben mal gebucket wird. Also ich denke, das läuft alles über Vitamin B. Grundsätzlich war unsere Message schon, dass wir Newcomers fördern, neue Leute fördern in der Szene, nicht unbedingt Schweizer Acts. Wir haben dann einfach gewisse Kontakte gepflegt mit gewissen Artists aus verschiedensten Regionen und wollten die supporten und weiterbringen. Das war eigentlich so ein bisschen unsere Idee vom Label. Für mich war wie klar, wir wollen ein bisschen relevant sein in dieser Szene. Und dementsprechend muss etwas Monetäres reinkommen in das Ganze. Ich habe nicht das Gefühl, dass es ein grosser Nachteil ist, jetzt aus einem Land zu kommen, das vielleicht für die Musikrichtung nicht so bekannt ist. Es kann ja auch wie einen neuen Charme bieten. Man hat auch die Chance, eben genau diese Szene mit sich zu nehmen und versuchen, die ganze Szene mit sich zu pushen. Ich glaube, Musikförderung im Allgemeinen wäre cool für so Underground-Musik. Aber existiert natürlich im Moment nicht. Ich finde es schade, dass man 6 Millionen oder sogar mehr in eine Oper kann investieren kann, aber kein Geld in Underground-Musik oder allgemeine sonstige Genre von Musik. Ich fände, das wäre schon noch schön, aber es muss auch nicht unbedingt sein, weil wir sind in der Schweiz, haben das Privileg, dass wir eigentlich gut verdienen und dementsprechend auch können etwas zurückgeben. Also das Label, das ich leite, ist auch etwas, das ich zurückgeben an die Community. Auch wenn Drum Bass in der Schweiz nie wird den Mainstream erreichen, wird das weiterhin eine sehr aktive Szene bleiben, aufgrund von sehr aktiven Promoter, DJs, Produzenten, die Szene weiterhin werden vorwärts treiben.